Erdbeertorte. Wer diese klassische Erdbeertorte mit Vanillecreme auf den Tisch stellt und sich einmal kurz umdreht, wird sich wundern. Sie ist garantiert ratzfatz auf Kick essen, weil sie serwunderbar leicht und fruchtig schmeckt. Für eins Obstkuchen die Form ausbuttern, die Eier trennen, Eigelbe oder Kirschform und 150 Gramm Zucker mit den Rührstäben des 30 cm 0 Handrührgeräts schaumig schlagen. Die Eiweißbutter für die Form steif schlagen und zusammen mit der oberen 3 Eiergenschale unter die Eigelbmasse heben. Mehl, 180 Gramm Zucker, Backpulver und Speisestärke, darüber 7 abgeriebene Schale von und unterheben. Den Teig in die Form füllen, 1/2 Bio-Orange und auf die mittlere Schiene in den kalten 60 Gramm Mehl, Backofen schieben. Temperatur auf 175, 1/2 Teelöffel Backpulver Ober-Unter Hitze stellen. Den Boden in 60 Gramm Speisestärke 30 bis 35 Minuten hellbraun backen. Sofort aus 3 Esslöffel Milch der Form lösen und mindestens 30 Minuten 2 Esslöffel Vanillepuddingpulver auskühlen lassen. 250 Gramm Sahne, 750 Gramm Erdbeeren, die Milch mit dem Puddingpulver und 1 Esslöffel 1 Päckchen roter Tortenguss Zucker mischen. Die Sahne in einem Topf unterrühren, aufkochen, von der Platte nehmen und die Puddingmilch unterrühren hinzufügen. Nochmals eine Minute kochen lassen, vom Herd nehmen und 15 Minuten auskühlen lassen. Zwischendurch umrühren, damit sich keine Haut bildet. Die Erdbeeren von den Kelchen befreien und halbieren. Die Puddingcreme auf dem Tortenboden verteilen, die Erdbeeren auf die Creme legen. Den Tortenguss mit dem restlichen Zucker in einem Topf vermischen, 250 ml kaltes Wasser unterrühren. Aufkochen lassen, vom Herd nehmen und die Früchte sofort mit dem Guss überziehen.